1000 PS heute zu Gast bei MG BikeTech in Graz. Neben mir Firmeninhaber Michael Gassler. Michael, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man so Teile für Motorräder herstellt? Ja, ich war im langjährigen Rennsport tätig und habe mich da eigentlich immer wieder, ich will nicht sagen geärgert, aber doch einfach ein paar Sachen haben mich dann gestört. Und ich wollte die Teile dann eben verbessern, beziehungsweise dann sowohl in Stabilität als auch Ergonomie einfach dorthin bringen, wo ich es mir wirklich vorstelle. Und so ist es dann Schritt für Schritt entstanden, von der Zeichnung der ersten Fußrastenanlage über zur Serienproduktion, wo wir jetzt sind. Mhm. Wann hat das Ganze ungefähr begonnen? Wie lange ist es jetzt her? Ursprünglich begonnen 2008 war das mit der ersten Fußrastenanlage für die Ducati 1098R. Mhm. Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Bastelst du wütend drauf los oder kriegst du mal ein Motorrad zum Vermessen? Oder wie ist der Produktionsablauf von der Zeichnung bis zum fertigen Produkt? Eben, wir bekommen ein Motorrad oder holen es von je nachdem, wo wir es haben, halt herbekommen. Wird dann eben am Fahrzeug dann direkt schaut, okay, welche Sachen sind interessant, was ist machbar. Wo ist Verbesserungsbedarf gegenüber den Serienteilen, was Ergonomie betrifft, Sitzpositionen, Abstände der Hebel zum Beispiel. Dann wird eben das jeweilige Bauteil dann abgebaut, wird vermessen. Aus diesen Vermessungsdaten werden dann über 3D die neuen Bauteile konstruiert und diese dann eben an die jeweiligen Fräsen oder Drehmaschinen dann gespielt und dort die Prototypenteile dann herausgefertigt. Diese werden dann am Fahrzeug verbaut, geschaut, ob das alles den Vorstellungen entspricht und dann, wenn das in Ordnung ist, dann halt weitergeleitet an die Serienproduktion. Größtenteils produziert ihr ja Hebeleien für Motorräder. Es ist aber nicht alles. Was habt ihr sonst noch im Programm? Wir haben noch Fußrastenanlagen hauptsächlich. Zubehörteile wie zum Beispiel Ölverschlusskappen, Ölverschlussschrauben in den jeweiligen Farben dann halt eloxiert, aber auch Sturzprotektoren und jetzt dann in Zukunft kommen auch noch Kennzeichenhalter und Lenker noch dazu. Mhm. Okay. Für alle Leute, die jetzt am Geschmack kommen sind, wo kann man sich die Sachen anschauen, beziehungsweise wo kann man das erwerben? Gibt es eben direkt bei uns über den Online-Webshop www.mg-biketech.com oder direkt bei eurem jeweiligen Händler, der weiß, wie er uns kontaktieren kann. Okay, danke dir.